Hallo und herzlich willkommen bei Wein daheim. Hi! Wir sind Thilo und Kati und wir haben heute ein kleines Special vor, nämlich ein Rebsorten-Tasting. Es gibt Lemberger oder auf Blaufränkisch, wie es genannt wird. Und da haben wir drei tolle Weine heute am Start, die wir jetzt verkosten werden. So, der Wein Nummer 1 ist von 2015, steht zumindest hinten eine 15 drauf. Wir sind uns nicht 100% sicher, aber wahrscheinlich schon. Tonstein Merkel heißt der, Wildspontan von Weingut Merkle, hat 12,5% und der hat einen ganz besonderen Hefenzusatz. Also der hat anscheinend die Wildhefen bei sich im Keller gezähmt. Wir verlinken unten mal einen Artikel darüber. Und der zweite Wein ist vom Weingut Huppert aus der Pfalz. Der hat 13,5%, ja genau, 13,5% und ist Jahrgang 2019, richtig. So, der nächste Wein ist vom Weingut Eisele aus dem Neckartal, aus Hessigheim. Der hat auch 12,5% wie der vom Merkle, ist ein Bio-Wein und der ist komplett spontan vergoren. Genau, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an mit unserem Lemberger Tasting. Wir schenken uns dazu jeweils ein bisschen was ins Glas ein und dann probieren wir die nach und nach durch. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Merkle mal an. Genau, da ist uns direkt die Farbe aufgefallen. Also im Vergleich zu den anderen beiden ist da doch nochmal ein deutlich anderer Unterton mit drin. Also die anderen sind so richtig schön beerig rot und der vom Merkle, der ist so ein bisschen, der hat diesen bräunlich-orangenen Unterton mit dabei. Sehr interessant. Ich weiß nicht genau, wo das herkommen könnte. Vielleicht, wenn der von 2015 ist, kann natürlich sein, dass der dann, wenn er dann schon eine Weile in der Flasche ist oder... Vielleicht war der dann auch irgendwie, weiß nicht, länger im Fass oder so, dass es daher stammt. Ich würde sagen, wir probieren und riechen und gucken einfach mal. Ja. Es riecht auf jeden Fall intensiv. Mhm. Es riecht nach Frucht. Es riecht fruchtig, aber... Ich finde, es riecht irgendwie voll speziell. Ja. Und ich kann es nicht ganz deuten, in welche Richtung das geht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also ja, schon auch Frucht. Aber jetzt nicht so süß, also keine süßen Früchte oder so, was ganz Beeriges oder so, das rieche ich da nicht. Nee, sowas Reifes eher, oder würde ich sagen? Ja, genau. So. Und vielleicht auch eher ein bisschen was Würzigeres oder so. Mhm. Aber ich würde sagen, ich glaube, ich muss da einfach mal einen Schluck probieren. Vielleicht. Zum Wohl. Ich auch. Wird dann klarer. Also es ist schon eine Frucht. Und vielleicht echt so ein bisschen was Reiferes. Mhm. So eine Wildkirsche oder sowas. Ja, sowas. Da hast du recht. Man spürt die Säure, kommt schon raus. Super interessant. Ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen in mich gehen und vielleicht noch mal was anderes im Kontrast probieren. Genau. Was sagst du zum Körper jetzt zu dem? Also von dem, ist es was Volles oder ist es eher was Leichtes? Vielleicht so ein mittlerer bis voller Körper. Okay. Was sagst du? Ich hätte jetzt eher gesagt, Mittel, ja, Mittel. So. Aber ja. Eher Mittel, bis wenig. Okay. Aber ja, ich würde mal sagen, wir probieren den nächsten. Okay. Dann gucken wir mal den Lemberger vom Weingut Eisele an. Also auf jeden Fall eine deutlich beerigere Frucht. Ja, Fruchtfarbe. Farbe More Purple auch irgendwie so, gell, oder? Ja, genau, da ist so ein bisschen was Lilanes drin. Mhm. Schönes, beeriges Rot, ja. Riecht so beerig. Mhm. Also deutlich fruchtintensiver vom Duft, muss ich sagen. Der kommt einfach mehr entgegen schon. Ja, also der Merkle ist auch intensiv im Duft, aber es ist nicht so eine krasse, es ist nicht so fruchtig, sondern es ist was anderes mit dabei noch. Mhm, genau, ja. Und hier haben wir mehr Frucht. Das sehe ich auch so. Mehr beerig, also mehr, kann man sagen, eine mehr säurebetonte Frucht oder so vielleicht, ich weiß es nicht. Oder auch so kirschig fast. Ja, stimmt, jetzt habe ich's. Aber wenn du dann noch ein bisschen so am Weiterriechen bist, dann merkst du auch, da ist sowas ganz leicht Holziges. Ganz, ganz leicht. Aber das ist nur minimal. Ich würde sagen, wir trinken jetzt mal, oder? Ja, wir trinken mal zum Wohl. Ist ganz anders. Also... Ganz anders, ja. Mhm. Mein erster Impuls war jetzt wirklich so eine Kirsche, also so eher Sauerkirsche oder so. Das kommt da deutlich mehr in den Vordergrund, dieses Fruchtige. Da hatte ich doch recht mit dem säurebasierten Frucht oder Sauerkirsche. Ja.
Vielleicht schon. Also süß-sauer so irgendwie. Mhm. Und ja, ja doch. Erster Eindruck über den Körper. Sehr flüssig oder mehr ölig? Leicht bis mittel, oder? Ja. Also von ist auch nicht mega leicht, aber ich würde so ein leicht bis mittel, ja. Genau, und so habe ich, also wenn ich den Wein beschreiben will, dann würde ich sagen, man kriegt auf jeden Fall direkt so warm, so was Bäriges, Fruchtiges. Auch ein bisschen eine Säure, genau, aber schön rund eingebunden. Ja, genau. Und was ich vorhin gesagt hatte, so, das so ein bisschen ein Fass. Geschmack, hast du das irgendwie jetzt gemerkt beim Trinken? Ich habe es ganz leicht gemerkt. Ich muss sagen, was ich cool finde, ist, dass der Abgang, der ist recht lang bei dem jetzt hier. Mhm. Auf jeden Fall geschmeidig und ja, würde ich auf jeden Fall samtig sagen. Ja. Man hat auf jeden Fall was Vielschichtiges. Bin ich mal gespannt jetzt, wie wir den Huppert finden. Der einzige aus Rheinhessen. Und 2019 auch, der war jetzt gerade 2018 davor. Genau. Was Jüngeres und von der Farbe her geht es in die Richtung Eisele. Mhm. Ja, das ist sehr ähnlich. Also hat auch so ein bisschen diesen leicht lila Stich, soweit man das jetzt in dem Licht gerade sehen kann. Mhm. Sind die sich auf jeden Fall ähnlicher als jetzt hier. Ja. Krass, der riecht auch wieder ganz anders. Ganz anders. Also generell würde ich sagen, der riecht jetzt nicht so intensiv. Bärig oder so? Ich finde also generell den Duft nicht ganz so extrem. Genau, der ist etwas mehr verhalten wie jetzt die anderen beiden. Ist das irgendwas Brot oder? Weiß ich nicht. Oder Brot? Ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen eventuell so ein ganz minimal Vanille oder so, aber vielleicht täusche ich ja, mich da auch. Doch, kann auch sein. Vielleicht war der in einem neueren Fass oder so. Okay, cool, zum Wohl. War das wow. Schlecht, oder? Hey, der schmeckt nach so einem Sahnejoghurt noch so. Also, das klingt jetzt echt kacke, aber der hat so laktische Aromen. Ja, ja. Also, der ist auch richtig lecker, muss ich sagen. Der schmeckt echt wie so ein leckerer Bärenjoghurt. Aber nicht süß oder so. Aber so, der hat so einen Schmelz, finde ich. Man hat mehr Säure und mehr Tannin in dem Wein. Von allem etwas mehr. Mhm. Und deswegen ja, ist der stimmt. Vom Körper auch ein bisschen stärker, aber ist auch nicht der mega, das mega Öl. Aber man muss halt auch sagen, der hat 13,5%, genau. Also mehr Alkohol als die anderen beiden. Und ich merke das auch jetzt immer noch, dass mir an der Seite von der Zunge so das Wasser zusammenläuft. Mhm. Und das deutet halt immer auf ein bisschen mehr Säure hin. Aber ich finde, der hat echt irgendwie sowas Laktisches, also das heißt so ein, ja, so ein bisschen was wie Joghurt, so vom, aber sowas Cremiges auch. Mega lecker, muss ich sagen. Mhm. Und aber trotzdem so fruchtige Noten auch. Aber eher dezent im Hintergrund. Also ich finde, dieses Laktische ist überwiegt bei mir tatsächlich. Ja. Was ich jetzt hier ganz stark finde, ist das Tannin. Also nicht, das ist nicht aggressiv, es ist nicht kantig, aber es ist da und es nimmt den ganzen Mund ein. Und wenn du was trinkst davon, dann da hast du den ganzen Mund diesen Pelz sozusagen. Also nicht, ja, genau. Nicht so hardcore, aber und leicht. Genau, aber das ist auch das, was ich meine mit dem Laktischen, weil wenn man so einen Joghurt manchmal im Mund hat oder einen Quark, dann kann es doch auch auf der Zunge so ein bisschen pelzig sein. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber so fühlt sich das an. Jetzt würde mich ja interessieren, der ist von 2019, oder? Genau. Okay, dann kann es natürlich sein, dass die Tanninen noch nicht ganz so reif sind, dass das noch so ein bisschen braucht. Ja. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Ist auf jeden Fall auch sehr lecker, sehr interessant. Ja, absolut. Und ich finde es einfach unglaublich, dass wir jetzt drei Weine eben von der gleichen Rebsorte haben. Und die so krass unterschiedlich schmecken. Also ich hatte irgendwie dann erwartet von der Farbe, dass die zwei sich recht ähnlich sind, aber das stimmt gar nicht. Also ich finde, die sind komplett unterschiedlich. Ja, und stimmt. Der hier ist für mich echt noch ein Mysterium. Der Merkle ist für mich wirklich noch sowas, wo ich nicht ganz genau sagen kann, nach was der jetzt geschmeckt hat. Würde ich mal behaupten, dass wenn Leute sehr bärige, fruchtige Weine mögen, dann wäre der Eisele Lemberger auf jeden Fall der richtige. Der ist vielschichtig,
leicht bis medium vom Körper her, also ja. Und er hat eben diese krassen beerigen, oder ich weiß nicht, ich sage die ganze Zeit beerigen Noten, aber auch Frucht. Kirsche. Sauerkirsche oder Kirsche generell, der ist so rund. Das ist einfach eine runde Geschichte und ich finde den, also der gefällt mir sehr gut auch. Ja. Säure und Tannin ist beides so ausgeglichen. Das heißt, wenn man das im Mund hat, dann ist es einfach so eine runde Sache. Das stört nichts. Perfekt. Ja. Bei dem, da ist schon mehr los. Haben wir mehr Säure, mehr Alkohol, mehr Tannin. Und auch der Merkle, der ist auch was ganz Besonderes. Da ist die Frucht nicht so im Vordergrund und ja, ich glaube, den muss ich einfach nochmal probieren auch, oder? Mhm. Also ich würde jetzt mal sagen, wir machen eine kleine Challenge, weil wir ja sagen, die sind so unterschiedlich und wir wissen, im Blind Tasting ist es einfach immer viel, viel schwerer, dann festzustellen, wo da wirklich Unterschiede sind. Und deswegen würde ich sagen, jeder wählt einen aus. Blindverkostung. Genau. Und dann müssen wir sagen, was ist. Und ich würde mal sagen, der Thilo macht jetzt die Augen zu und ich gebe ihm dann mal ein Gläschen. Augen sind zu. Und Thilo, erster Eindruck, erste Gedanken. Ich würde sagen, das ist der Hubert. Warum der Hubert? Das ist nicht der Hubert. Ja, jetzt hast du es schon eingeloggt. Ich hab verkackt, ja. Warum hast du gedacht, es ist der Hubert? Ich habe irgendwie gerade mehr Tannin geschmeckt. Okay, aber ich habe mich gerade an dem Tannin so aber total verirrt gerade. Okay. Ich würde sagen, ich mache erstmal bei dir eine Runde. Okay. Okay, so Kadi, dann. Ich bin mir fast schon sicher. Der ist nämlich nicht so intensiv vom Geruch. Ich meine da so ein bisschen dieses Laktische rauszuriechen, aber ich muss erst mal probieren. Schmeckt ganz anders. Der hat voll viel Säure auf jeden Fall. Mhm. Also der schmeckt irgendwie anders als mit Augen offen. Ich bin mir relativ sicher, dass es der vom Weingut Hubert ist, weil er recht viel Säure hatte und Tannin. Aber ich bin mir nicht 100% sicher, weil das Laktische habe ich jetzt gerade nicht so geschmeckt. Okay, was lockst du ein? Weingut Hubert. Okay, korrekt. Dann mache ich nochmal. Ich habe mich ja gerade ein bisschen zu schnell aus dem Rennen geworfen. Das ist diese schöne Frucht, das muss der Eisele sein. Ja, das ist das ist der Lemberger Edition vom Weingut Eisele. Ja, welcher ist es? Ist richtig. Ja. Also ihr habt gesehen beim Blind Tasting, das ist einfach überhaupt nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Die Unterschiede, die so offensichtlich für uns auch waren, dann tatsächlich blind auch wahrzunehmen. Und Thilo, ganz generell, wie gefällt dir die Rebsorte Lemberger und welchen von denen hat dich jetzt so am meisten angesprochen? Also Lemberger gefällt mir generell sehr gut, hat mich auch überzeugt. Also ich war vorher, noch bis vor wenigen Wochen, war ich kein Lemberger-Fan. Ich glaube, der Lemberger hat einen recht schlechten Ruf. Zu den Weinen jetzt, also mir persönlich gefällt der vom Weingut Eisele am besten, weil der einfach am filigransten ist. Der hat eine schöne Frucht, eine schöne Beere, Kirsche oder irgend sowas. Und dann noch eben diese vielschichtige Art. Man hat einen langen Abgang, also da hat man auf jeden Fall was richtig Leckeres, ja. So, Kadi, wie stehst du zum Lemberger und auch zu den drei Weinen? Was ist dein Favorite? Also, ich muss sagen, der Lemberger war bei mir auch nicht so hoch im Kurs, bevor wir die Weine probiert haben. Ist für mich so ein Wein, den es bei meiner Oma immer gab, deswegen war der nicht so attraktiv. Aber ich bin wirklich froh, dass wir es jetzt hier probiert haben. Und habe wirklich meine Favoriten, und zwar gerade die zwei bärigeren. Das ist eher der Typ Wein, auf den ich stehe, muss ich sagen. Wenn ihr wissen möchtet, was man zum Lemberger am besten isst, dann schaut doch mal unser Zwiebelrostbraten-Video an. Da haben wir nämlich auch einen Lemberger dazu getrunken. Genau, und wenn ihr generell Videos sehen wollt zum Thema Wein und Essen, dann schaut bei uns auf YouTube rein, denn da gibt es jeden Sonntag ein Video von uns zum Thema Wein und Essen und also quasi Food Pairing. Wir machen dann immer ein leckeres Essen, zeigen das, wie es geht und eben auch den passenden Wein empfehlen wir dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen oben da, abonniert unseren Kanal und kommentiert auch gerne. Bis demnächst. Ciao.